Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Soul Link, wollte ich sagen, Edition Feuerrot, Blattgrün mit Ultra. Los geht's. Letzten Part Rocco oder Jacqueline oder wie ist sie bei dir? Joey. So, erstmal direkt in den nächsten Kampf rennen. Ja, ich renne wieder rüber auf die Route. Ich habe gerade noch geheilt im letzten Part. So, jetzt probieren wir mal mein neues Lade aus. Papinella hat sich entwickelt und ist anscheinend kein Shiny, wie ich im letzten Part gedacht habe. Habe ich ja dann rausgefunden mit Reds Hilfe, weil sich seins auch entwickelt hat. Mhm. Und ich bin jetzt in dem Radfratz. Ja. Ich muss gegen einen Raupi kämpfen. Absorber macht so gut wie gar keinen Schaden und Härtner bringt gar nichts. Also bis zur nächsten Arena müssen wir das auf jeden Fall noch hochziehen, enorm hochziehen. Das ist das Einzige, was derzeit irgendwie was machen kann in der Arena. Von allen, die wir haben. Das ist immer so, ich schicke das als erstes in den Kampf und dann kommt Jungglut und macht einmal Zündeln. Ja, Glut halt, ne? Zündeln. Ja. Als nächstes für den Saftkorn. Ja, ich will wechseln. Ja, ich will Lade. Lade ist ein echt guter Name mit den drei Punkten. Weil du brauchst echt ewig, bis das voll ist, ey. Komm, ist doch so. Nee, ich finde das ganz normal hier. Das kann, braucht so lange, bis es kämpfen kann. So. Ah, ich sehe da unten da Gras. Gar nicht mehr so viel. Saftkorn. Dann sollten wir aber zusammen in das Gras gehen, ne? Ja. Florentino mit einem Habitag. Ja gut, das wird geschenkt. Wenn ich nicht Tackle einsetze aus Versehen. So, ich stehe vorm Gras. Ich brauche noch zwei Trainer. Dann mache ich eben zwischendurch noch einen Trainer. Hast du denn einen Trainer schon gemacht, der da mittendrin steht, wo du einmal runterspringen musst wieder? Nein, das mache ich am Ende, weil ich dann nachher nochmal komplett durchlaufen muss. Okay, der hat einen Habitag Level 14. Okay. Aber ist auch sein einziges. Das Mädchen, was rechts steht, hat einen Pummeluff. Okay. Das dürfte auch ekelhaft werden, ne, das Pummeluff mit Gesang. Nee, das macht Metallklaue! Das macht in erster Linie einiger, warum auch immer. Weil es sich einig werden will, wahrscheinlich. Altmetall hat Metallklaue erlernt. Und es verwendet einiger um Pfund. So. Noch gegen den Käfertypi hier. Und jetzt. Wow! Wow! Was? Pummelhof setzt Gesang ein. Gesang geht daneben. Ich hab doch gesagt, es kann Gesang. Ja, aber immer. Ich finde das so geil. Gesang geht daneben. Wie? Also, ich kann mir höchstens vorstellen, Pummelhof hat zu schief gesungen. Ja. Aber Gesang geht daneben? Wie soll das gehen? So statt dass es rausruft, zieht's das ein, oder? Ja, vielleicht singt es in ihren Gedanken. So dass du es nicht hören kannst. Und pennt dann selber ein, oder was? Vielleicht. Das ist dann Erholung. So funktioniert Erholung. Ach so. Ja. Das ewige Rätsel der Erholung ist endlich gelöst, würde ich sagen. Jo. Donald ist jetzt 15. Was mache ich eigentlich? Ja. Kann ich ins Gras? Nee. Dann mache ich jetzt den Trainer in der Mitte auch noch. Wow. Ich stehe gerade hier bei dem Käfer-Typi davor, der mich noch vom Gras trennt. Das ist ein letzter Saftkorn. Teenager Mark mit seinem Habitag. Ja. Pokémon. Donald tauschen. Lade. Zurück. Wow, hat die Verteidigung von mir gesenkt. Aber jetzt mache ich Kampf, Glut und fackel das Ding ab. Oh shit. Oh shit. Was? Nein! Wir haben ein Problem. Was ist passiert? Habitag hat zweimal getroffen und der dritte war ein Volltreffer. Wer ist weg?
Donald. Ja. Oh Mann, Altmetall. Donald! Ey, wie soll ich denn jetzt die Route hier meistern ohne dich, Altmetall? Viel schlimmer ist, jetzt muss ich mit Mahlzeit gegen Habitat kämpfen. Ja, Eis ist sehr effektiv gegen Flug. Es macht kaum Schaden. Es steht zwar, dass es sehr effektiv, aber es macht kaum Schaden. Weißt du, ich konnte nicht mal mehr heilen, ne? So Hälfte Leben nach dem zweiten Attack, der dritte Attack, BAM! In einem Marsch durch. Oh, fuck. Was war's? Furienschlag? Er macht's gerade schon wieder. Keine Ahnung. Was ist die Attacke? Ich weiß nicht, ich habe nicht drauf geachtet, wie die heißt. Das so ein Schnabel wird abgebildet, oder? Genau, der ein Schnabel, der die ganze Zeit auf dich einpickt. Ja gut, dann ist es, glaube ich, Furienschlag. Oder? Zumindest ist Ladelevel abgegangen. Ja gut. Geschafft? Ja. Naja, was heißt geschafft? Ich habe Donald geschafft. Und also ich meine, du hast das Happy-Tag noch geschafft, ohne noch einen zu verlieren. Ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen etwas fangen. Ja, aber ich lasse zuerst mal hier Ding frei. Altmetall, du wurdest gerade gut. Ich sammle die alle in der Box. Oh Mann, ich bin sauer, ich wollte einen Jungglut. Du hast gerade Metallklaue gelernt. Eine mega gute Attacke. Da hast du noch Felsgrab drauf. Super. Lebensstelle, eine Bodenattacke. Was will man mehr? Und Kopfnuss. So ein Metall an den Kopf ist auch gut. Und vor allen Jungglut Dingen... Flamly hat einfach alles abgefackelt. Und vor allen Dingen konntest du nicht vergiftet werden. Das war halt mein MOP hier. Ich glaube, ich spiele jetzt hier einfach traurige Musik ein. So, ich klicke einmal daneben. Jetzt wird traurige Musik eingespielt. Ich sagte daneben geklickt, so. Hier einmal traurige Musik einspieler, den ich eh vergesse. Tut mir leid, Altmetall. Wir werden dich alle vermissen. Wie soll ich die weiteren Routen schaffen? Wie? Nicht mit Altmetall. Mit einem Papinella vielleicht. Nee, wenn da ein Flug-Pokémon kommt, habe ich verloren. Und ich quapsel mit seinem Blubber. Okay, sind wir bereit für nächstes Pokémon? Ja, das nächste muss jetzt reinhauen, weil ansonsten... Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Warte, ich renn kurz rüber. Okay, ich renn ins Gras. So, Pokémon. Ja! Was hast du? Weißt du, was mir gerade entschieden wird, wurde? Ein Flamly. Ja! Ein Flamly Level 7. Alter, geil! Ja gut, ich denke nicht, dass ich so viel Glück haben werde, dass ich nochmal ein Altmetall bekomme. Nein! Scheiß auf Pokémon. Was hast du gekriegt? Warte. Ein Togepi. Ist okay. Alter, nimm es, das wollte ich haben eigentlich, aber egal. Ist zwar jetzt kein Ersatz für Altmetall. Es tut mir leid, Togepi, ja. Kannst trotzdem drinbleiben im Ball. Ach Mann. Jetzt kommt das Kackvieh frei. Nein! Was? Mahlzeit 2, ich muss es schwächen. Der zweite Schlag von Mahlzeit war ein Volltreffer. Und hat ihn umgebracht. Was ist los hier? Togepi, tschüss! Ja. Damit ist es eigentlich, glaube ich, besiegelt, oder? Nein, die Route ist nur scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell eine andere Route suchen. Ich muss jetzt erstmal hier das Pummeluft besiegen und dann keine Ahnung wie.
Ich lauf, oh Gott. Göre Forest, okay. Gleich eine Route noch? Ich denk schon. Ich bin ein Stück nach rechts weitergelaufen, ich guck mich gerade um. Okay, wir können auf Route 4 gibt's, können wir glaube ich was fangen. Pummeluff erstmal mit Pfund Volltreffer, Hälfte von Quasses Leben weg. So, ich gehe jetzt erstmal zum nächsten Poké-Center. Ey, die Route ist verflucht. Ohne Witz. Alter, weißt du, das Spiel sagte noch so, hier komm, hier ist dein Family. Ach nein, das wird so einfach. Ich hab mir schon so noch gedacht, so, boah, sollte ich nicht machen. Und dann ist drauf gegangen. Schlaf ein, Pummeluff. Natürlich geht Hypnose daneben. Ich bin in den Pummeluff-Kampf und ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird nichts. Ohne einen Verlust. Das sag mir früh genug, welches. Es will halt auch gerade Hypnose 0 klappen. So, ich pack jetzt Flamly tatsächlich. Also, ich habe ja die ganzen Pokémon immer in meinem Poké-Dex da drin. Ja. Also mein Box, PC. Ja. Genau. Und ich tue die jetzt immer dorthin, wo sie am besten hingehören. Ja, aber in Box 1 kommen ja dann die Dinger noch rein, ne? Die neuen, wenn wir dann ein volles Team haben. Das darfst du nicht vergessen. Ja, dann packe ich die einfach in einer der hinteren Boxen. Beziehungsweise, ich glaube, die kommen immer dahin, wo du halt zuletzt bearbeitet hast. Das ist ein bisschen blöd. Kriegen wir schon hin. Mein Quasse schläft und Pummeluff macht mir pro Runde 12 Schaden. So. Hörst du Manny mir zu? Ruhe in Frieden, ja. Wer ist tot? Noch nicht, aber ich habe kein Heil-Item. Und Quassel. Mit noch einem Pfund ist Quassel tot. Ich schlaf. Ich kann also nichts machen. Könnt auswechseln. Aber Pfund ist doch eine Flugattacke, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich möchte jetzt ungern noch eins riskieren. Ich bleib drin. Ich bin aufgewacht, aber wenn das kein Volltreffer wird, dann... Okay, es setzt nur ein Igler ein. Ich hab noch einen Versuch, aber ich glaube auch, dass es jetzt nicht klappen wird. Oder? Komm, es muss reichen! Nein. Gesang, ich schlaf wieder. Weißt du was? Ich wechsle aus. Schoko, wenn es passiert, dann sind wir komplett tot. Ey, wehe, du setzt Pfund ein. Okay, Aussetzer nur. Alter. Absorber. Ich glaube, Pummeluff ist tot. Nee, es lebt immer noch. Okay, aber es setzt nur ein Igler ein. Bis jetzt. Ich glaube, ich krieg's hin. Alter. Okay. Leute! Hast du geschafft? Ja, ich muss jetzt zurück ins Pokémon Center. Hätte es auch vorwärts gehen können, da bin ich nämlich hingelaufen. Ja, ich bin jetzt schon zurück. Wir können gleich Pokémons aus der Höhle sammeln. Super. Das wird spaßig. Zwei. Zwei, die nichts drauf haben. Zur Zeit. Ja. Das heißt, jetzt wird Skill gefragt. Das ist die Challenge. Jetzt wird's interessant. Aber was mich eher ankotzt, ist, dass das Spiel mir nochmal die Chance gegeben hat, einen Flamly zu kriegen. Und es ist einfach wieder draufgegangen. Boah, es tut mir leid, Leute. Ich bin gerade fix und fertig mit den Nerven. Ich hab keine Ahnung, ob wir die Challenge überhaupt schaffen. Werden wir sehen. Moment, was ist hier oben? Hier ist Route 4, okay. Und hier unten ist... Ich warte... Achso, bist jetzt schon durchgelaufen? Bist nee. Bin noch immer auf Route 3, da ist ja noch so ein kleiner Typ hier, aber der will anscheinend nichts, okay. Und da oben ist noch ein Pokémon-Center, ne? Ja. Aber da steht nochmal ein Trainer davor, ne? Nee, der will auch nichts. Ja, du kannst hier umgehen. Nee, die wollen alle nicht. Einfach mal anquatschen. Weil ich inspiziere jeden Stein. Tatsächlich, weil da könnte ein Item versteckt sein. Rocco ist cool, respektiert, Arenaleiter, bla bla bla. So, und die eine Tuse, aua, Kleinstein gestolpert, tut weh. Okay. Okay, wollen wir den Mondberg? Warte kurz. Wie gesagt, ich inspiziere jeden Stein, ob es hier was gibt.
Haben die Typen im Pokémon Center was? Hast du mit denen gesprochen? Nein. Aber da war einer mit so einer komischen Liste. Das könntest du ja machen, wenn du schon mal vorrennst. Die Zeit sinnvoll nutzen. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir ein exzellentes Carpator. Für läppische 500. Das Carpator-Geschäft. Hier im Pokémon Center. Red. Eine Zeitung. Red. Wo? Ey, Pokémon Center. Mann. Ja. Ich kaufe das Carpador. Dann haben wir was. Haben wir wieder ein Pokémon mehr. Ist ja auch gerandomized. Das heißt, es steht nicht fest, dass wir jetzt hier ein Carpador bekommen. Das ist ein geschenktes Pokémon jetzt. Leute. Du willst jetzt echt einen Carpador und hochziehen zum, Das ist kein Carpador, das ist gerandomized, habe ich doch gesagt. Also manchmal frage ich mich wirklich, ob du mir zuhörst. Ja, ich kauf's. Red bezahlt den Wucherpreis von 500 Poké-Dollar für einen Möchtest Carpador. Du Lavido? Möchtest du Carpador einen Namen geben? Du hast wirklich einen Carpador bekommen? Jetzt wirklich? Wow, dieses Glück, ich habe Lavita. Du weißt aber, dass ich das immer in Kampf mitnehmen muss. Ja. Und dass ich das leveln muss, weil es sonst ein Stück Scheiße ist. Alter, Lavita, wie geil, Leute. Ich, Alter, jetzt habe ich richtig Pech, kann das sein? So, jetzt guck ich mal kurz nach. Ab wann entwickelt... 20, kann ich dir sagen. Weißt du, ich gebe ein... Ab wann entwickelt... Ich habe nicht mal entwickelt zu Ende geschrieben und da steht direkt sich Carpador. 20, so kann ich dir Frage. Sagen. 20, kann ich dir sagen. 20, kann ich dir sagen. Hast du es jetzt gehört? Nicht. Gut. Um die Mega-Entwicklung mit einem Garados Need. Okay. Carpador, was für ein Spitzname. Stück Scheiße. Ich glaube, das passt nicht. Nenn's einfach Fisch. Lass ihn Thunfisch nennen. Dann, warte, Thunfisch. Ich mag Thunfisch. Ja, dann mach Thunfisch. Ich hab gerade irgendwie an SpongeBob gedacht, ob es da irgendwie einen Fisch gibt oder so, mir fällt keiner ein. Du könntest ihn den alten Jenkins nennen. Nenn ihn Jenkins. Warte, ich hab eine bessere Idee. Nee, mach Jenkins. Jenkins ist super. Warte, lass mich noch einen Vorschlag machen. Für dich brauche ich Lavita. Warte. Beeil dich, wir wollen heute noch in die Höhle. Ich bin schon wieder das komische Ding, was immer macht. Ach, schade, der hat leider keinen Namen. Ich wollte den wie diesen Fisch mit diesem roten Shirt, was immer so scheiße labert. What? Keine Ahnung, der hat keinen Namen, deswegen ist das schwer zu erklären. Ja, ja. Okay. Jenkins. Wie soll ich ihn nennen? Jenkins. Das ist der alte Jenkins. Wie wird das geschrieben? Ich hab keine Ahnung. Weil ich google es kurz. Warum Jenkins? Der alte Jenkins. J-E-N-K-I-N-S. Also Jenkins, nicht Jenkins. Das ist der alte Jenkins. Diese Städte mit ihren Flugmaschinen. Da kommt nie was Gutes dabei raus. Kennst du, oder? Ja. Sag bloß, du kennst es nicht. Doch. Ich bin begeistert. Kann ich noch einen Carpador kaufen? Umtausch ist abgeschlossen. Toll, du mich ja auch. Lavita? Randomizers hast du bestimmt bei mir vergessen. Oh, ich bin gerade die Treppe nach oben gegangen. Ich werde gerade zugeblabert mit drahtloser Kommunikation. Lavita? Obergeschoss, Club links. Ich brauche immer noch einen Spitznamen für einen Lavita. Mann, hör mir zu! Ah, du machst mich aggressiv. Das ist die Strafe dafür, dass ich so ein Scheiß... Ja, Leute, der Part ist dann, glaube ich, gleich vorbei. Wir werden heute nicht mehr in die Höhle gehen, weil Redthroat sich einfach ewig Zeit lässt. Ich kann nichts dafür. Geht zu seinem Video und beschwert euch bei ihm. Bitte. Für alles, was wir bis jetzt Unnötiges gemacht haben, zu Redthroat. Danke. Weil... Sorry, ich muss mich gerade. Lavita, wie soll ich das denn nennen? Nicht high.
Warum? Guck dir doch den Kopf an, das ist doch so wie so eine Haiflosse. Dann nenn ihn doch Hai einfach. Aber er ist kein Hai. Ja und? Fällt dir kein Hai ein aus der Serie oder so? Nenn ihn Popel. Also wir okay, haben jetzt Popel und Jenkins. Dream Team. Hast du dir jetzt echt Popel genannt? Ja. Das war ein Scherz. Du bist schuld. Okay, wir haben Popel und Jenkins. Geil. So, und jetzt noch schnell rein in die Höhle und da fangen wir uns jetzt auch noch eins. Und wehe! Göttlich. Bis jetzt zwei Tote auf deiner Seite, ne? Ja, ja. Okay, Item. Aber zuerst Pokémon, was kriege ich? Pokémon. Ein Vibarak. Ein Eneko. Los, Mahlzeit. Das Problem ist, ich muss jetzt Pokébälle spammen, weil wenn ich den angreife, dann ist der tot. Dann Eneko. Ein Kack-Vier ist so. Ich habe eine Idee, wie ich das vielleicht fangen kann. Ey, das ist gar nicht mehr so einfach, wenn du nur starke Pokémon hast. Was hast du denn für ein Level schon? Die sind alle mindestens 12 oder 11 und ich habe Jenkins. Du hättest Mist nennen sollen, weißt du warum? Nee, ich finde Jenkins super. Und ich finde den Satz allein schon super. Und ich habe Jenkins. Aber stell dir mal vor, ich würde einfach so sagen, ja, ich habe nur starke Pokémon und Scheiße oder und Mist. Nee, da finde ich Jenkins besser. Lade wird vergiftet, aber zum Glück halt die Absorber, richtig? Also ich habe, ja. Aber nicht, Absorber halt nicht Vergiftung. Nur eine KP. Doch, hat geklappt. Wirklich? Ach, das wird die Fähigkeit sein, oder? Nee, Fähigkeit ist auch nicht mehr. Ich wurde gerade vergiftet und habe einmal gesogen und dann ging wieder. Ich brauche auf jeden Fall einen Spitznamen für einen Eneko. Und was hast du gesagt? Ich habe einen Weberack und das kriege ich nicht tot. Beziehungsweise nicht gefangen. Wirf Bälle. Bei mir ist es beim zweiten Mal drin geblieben. So, ich habe das jetzt ein bisschen angezapft. Ey, Weberack ist eigentlich geht. Spinne. Was gibt's für eine Spinne? Oh, er ist drin. Toll, ich habe einen Weberack gefangen. Hey. Was gibt's für bekannte Spinnen? Was hattest du nochmal? Neko. N-E. E-M-E-C-O. N-N. Ohne N? N. E-N-E-C-O. Ach, Eneko. Okay, ja. Gut, das macht Sinn. Oh mein Gott. Welche pinken Katzen kenne ich? Pinke Katzen. Okay. Die eine aus Alice im Wunderland, die wird ja dann lila auch in Eko. Nein, das sehe ich nicht ein. Was für Spinnen gibt es? So eine Idee für eine Spinne? Schwarze Witwe. So, wahrscheinlich zu lang. Ja, bestimmt. Nennen sie Witwe. Es ist weiblich. Ich habe ein männliches Eneko. Ich habe ein männliches Weberak. Okay, dann geht Witwe nicht. Ey, es gibt doch irgend so eine Spinnenart. Wir sitzen schon wieder Ewigkeiten hier im Spitznamen, ne? Aber ist auch gut so. Wow. Ich habe immer noch keinen Namen für Eneko. Nenn ihn Skittles. Warum dat? Im Englischen heißt er nämlich Skitty. Okay. Kein Scheiß, S-K-I-T-T-Y. Also wie Titty und Skitty. Skit. Okay. Ja, genau. Und oh, also wird er geschrieben. Und da fällt mir Skittles, ne? Da fällt mir gerade Alcazone ein aus Dingens, aus Chip und Chap. Wow. An der Katze. Ich habe Aeroas einfach mal gefunden. Nenne ihn Skittles. Okay. Ja, hab ich habe Skitty jetzt gemacht. Skitty ist ein normaler Name. Im Englischen.
Das hast du gesagt. Ich habe gesagt Skittles und du hast gefragt, warum. Und ich habe gesagt, weil er im Englischen Skitty heißt. Egal, kann man. Du musst dich genauer ausdrücken. Echt? Was ist daran ungenau? Du bist. Weiß ich nicht, du bist heute irgendwie neben der Spur, richtig neben der Spur. Welche Spur? Die musst du erst finden. Das ist ja das Problem bei dir. Du bist heute einfach neben der Spur. Ey, mir fällt kein Spinnenname ein. Spinnenart. So, ich mach das jetzt einfach so. Ich gebe einfach einen lustigen Namen für Weberack. Na? Nenn ihn Spider-Man. Nenn ihn Spider-Man. Ich bin kein Superhelden-Fan, aber das ist Spider-Man. Passt das überhaupt? Was? Spider-Man. Wird schon passen, oder? Passt schon, also das heißt nur Spider-Ma. Das macht es nicht besser. Nein, du darfst jetzt nicht Spider-Ma. Was kann Lavita? Also Popel. Was kann Popel? Biss und Silberblick. Naja, besser als nichts. Ein Zeichen habe ich noch frei. Soll ich nur ein Ausrufezeichen oder ein Ü dranhängen oder so? Nee. Soll ich in Spider-Man weiblich mit einem männlichen Geschlecht? es gibt sogar einen Popo-Punkt. So. Ja, bis zum nächsten Mal heißt es die zwei neuen Teammitglieder leveln, also bei dir nur eins. Ich guck mir das jetzt erst nochmal an, was ich da für Scheiße habe. So, Bericht. Wow. Mondberg, wow. Ja. Giftstachel, Fadenschuss und Grimasse kann der. Das ist eigentlich gut, also ich mag Weberack. Und jetzt Jenkins. Bericht. Platscher. Ja. Hey. Level 15 lernst Tackle. Wow, da erst? Es sind ja nur 10 Level. Ja, Leute. Das Problem ist, Ultra, ich will den ja leveln, weil der ist ja gar nicht mal so schlecht, aber dafür müssten wir zurückgehen, weil sonst gehe ich davon aus, auch bei übrigens Spider-Man, weil sonst war ein Schlag weg, ne? Müssen wir machen. Ja, Leute, wie gesagt, nächstes Mal geht's weiter. Gelevelte Pokémon und die Höhle. Ja. Einschalten. Tschüss. Ja. Mein Name ist Red Throat, vergesst nicht. Blutet niemals aus. Nicht so wie die anderen beiden. Ciao. Passt irgendwie extrem gut zu dir, ne, das Projekt? Ja. Es ist richtig brutal.